Servus Männers, willkommen zurück zu Folge 11 von der Horix-Restaurierung. Ja, könnt ihr euch noch an den Satz erinnern? Die Steckachse unten, die mache ich nicht mehr raus. Da habe ich ja schon die Schraubensicherung drauf gemacht. Ja, ich habe eigentlich gedacht, ich muss die Fußrastenachse unten nicht mehr rausbauen. Habe aber falsch gedacht, denn ich habe hier die Federn vergessen für den Hauptständer. Also was steht heute auf dem Programm? Ich muss die Federn einbauen. Das ist ein bisschen tricky, weil man da sehr leicht den hinteren Rahmen verkratzen kann. Also baue ich den aus, setze den mir hier nochmal auf die Werkbank, baue die Federn wieder ein, mache den Rahmen wieder zusammen und in dem Zug mache ich hier gleich noch die Sattelstütze drauf an den Hauptrahmen und ja, danach geht es mit den Federn hinten weiter, also mit der Aufhängung für die Hinterradachse oder für das hintere Rad und ja, Dämpfern, Federn und so weiter. Und die packen wir heute mal aus, suchen mal alle Teile zusammen, ob das vollständig ist, gucken uns mal die Teile an, sind die in Ordnung. Und wahrscheinlich werde ich in der nächsten Folge dann einen Zusammenbau dann mal machen dazu. Gut, das wird heute so ein bisschen so ein Kleinkram sein, was wir so erledigen, was so alles anfällt. Vielleicht fällt mir zwischendrin noch was ein, was ich so mit bearbeite. Und ja, aber das muss ja auch sein. Wir müssen ja auch irgendwie vorankommen. Also die kleinen Teile müssen ja auch irgendwie montiert werden. Los. So, den hinteren Rahmenteil habe ich jetzt ausgebaut. Und jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, welche Feder kommt auf welche Seite. Und zwar ist das eigentlich gar nicht so schwer, um das rauszufinden. Und zwar wird ja die Feder hier eingefädelt, hier drüber gesetzt. Hier ist ja der Gegenhalter und hier wird ja der Hauptständer eingehangen. So, später wird die Feder so hier drin sitzen. Ich hoffe, dass man das gut sieht. So, genau, praktisch so hier drauf sitzen. So, jetzt ist die Feder ja bestrebt, sich zu entspannen. Das heißt, ich kann die in diese Richtung runterziehen. Der Hauptständer wird so sitzen, so runterziehen und hier einhängen. Und dann, wenn das dann entlastet wird, wird der Ständer automatisch, der Hauptständer natürlich automatisch nach hinten gedrückt. So, jetzt weiß ich, diese Seite kommt hier in Fahrtrichtung auf die rechte Seite. So, jetzt ist natürlich das Problem, wenn ich jetzt hier die Feder einhänge, so könnte ich den Haken jetzt hier einfach drüber ziehen und hätte natürlich dann einen richtig schönen Kratzer in meinem neu beschichteten Heckrahmen. Ich behelfe mir da mit einem kleinen Trick. Und zwar nehme ich hier so einen Schlauch. Das ist so ein ja, PVC-Schlauch aus dem Baumarkt. Den schneide ich mir dann ein Stück ab und fädel den hier drüber. So, lass den ein bisschen länger. Schneide den hier ab. So, jetzt kann ich das hier drüber ziehen. Das ist geschützt. Und wenn die Feder montiert ist, ziehe ich den Schlauch gerade wieder runter. Und dann ja, ist schon die erste Feder montiert. So, das war eigentlich schon alles.
So, perfekt. Schlauch wieder abziehen. Und dann, ja, war's das. Dann geht's mit der anderen Seite weiter. Keine große Sache. So, als nächstes montieren wir jetzt hier noch die Sattelstütze am Rahmen. Und zwar ist hier beim Pulverbeschichten der ganze Lack jetzt noch in den Gewinden. Das heißt, wir müssen die vorher nochmal nachschneiden mit einem Gewindeschneider. Das ist alles Größe M7. Und danach werden wir die Schrauben auch hier mit Schraubensicherung nochmal einkleben, dass während der Fahrt sich dann natürlich nichts lockert und auseinanderfällt. So, normalerweise beim Gewinde nachschneiden kann man da ruhig einen Tropfen Öl drauf machen, aber da die Pulverbeschichtung auch schon ziemlich weich ist, schneide ich das meistens ohne Öl einfach. Wenn ich merke, dass das zu feste geht oder dass ich da nicht mehr weiter drehen kann, dann muss man gucken, ob man da vielleicht noch ein bisschen Schmiermittel benutzt, aber in der Regel funktioniert das eigentlich auch so. So, soweit sind wir jetzt erstmal fertig mit dem Rahmen. Die Sattelstütze ist ja montiert. Dann haben wir noch die Federn vom Hauptständer drauf gemacht. Das ist alles in Ordnung. Und soweit ich mich erinnern kann, sind hier in der Kiste die ganzen Teile für die hintere Radaufhängung drin. Die gucken wir jetzt mal gemeinsam durch und gucken mal, was alles an Teilen da ist, was wir eventuell noch bestellen müssen und wie eigentlich so der Stand ist und wie der Zustand ist. Also das sind jetzt alle Teile, die ich bei dem Projekt jetzt gefunden habe in den Kisten, die zu der Hinterradfederung gehören. Einmal hier die Verkleidungshülsen, dann haben wir hier noch die Aufnahmen, einmal links, einmal rechts, das passt soweit. Hier unten haben wir noch, was wird hier montiert zur Aufnahme, zum Einstellen. So, dann haben wir hier noch die Federn, die Spanner fürs Hinterrad, um die Kette zu spannen. Hier haben wir noch einen kleinen Gegenhalter und hier haben wir noch so zwei Gummipuffer, wobei ich jetzt mir da echt nicht sicher bin von der Größe her, ob die dazugehören, weil die sind ein bisschen, ja, die haben ein bisschen viel Spiel, oder ob die nicht vielleicht zur Vorderradfederung gehören oder zur Gabel vorne. Schrauben fehlen noch, das ist aber nicht schlimm, die habe ich alle noch im Lager. Und so weit, so gut. Ja, jetzt muss ich mir erstmal noch ein paar Gedanken machen, wie ich das mit den Federn mache, ob ich die beschichten lasse oder ob ich mir die jetzt ein bisschen
mal abstrahle ganz leicht und lackiere. Dann müssen natürlich die ganzen Aluteile durchgeschaut werden. Mal schauen, ob wir die aufarbeiten können. Aber so vom ersten Blick her würde ich sagen, dass sie eigentlich alle gut aussehen. Die Aufnahmen auch hier, ob da die Gewinde alle noch in Ordnung sind, also wie das aussieht. Die Gewinde auch. Ah ne, das ist von dem Schmiernippel. Ah okay. Ja, wie gesagt, das muss man sich jetzt alles mal in Ruhe angucken und schauen, ob alle Teile in Ordnung sind. Aber ich denke, da mache ich dann, oder ich wollte sowieso eine komplette Folge für die Aufnahmen von den Federbeinen sowieso drehen. Ich denke, das machen wir dann alles beim nächsten Mal. Okay. So, ja, soweit, so gut. Bei der Hinterradaufhängung, da muss ich jetzt nochmal schauen, welche Teile ich im Lager habe und welche ich eventuell auch neu bestellen muss. Ich montiere jetzt noch den Heckrahmen wieder und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge zum Aufbau der Horix wieder. Ja, wenn ihr wollt, abonniert meinen Channel, dann verpasst ihr natürlich keine Folge mehr. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Ciao.